Wenn neue Fluggesellschaften hier in Deutschland gegründet werden, dann kommt das irgendwie immer sehr gut bei euch an, weil vielleicht ist einfach die Auswahl an renommierten deutschen Fluggesellschaften schon sowieso sehr überschaubar und dann freut man sich, wenn eine neue Fluggesellschaft dazukommt, vielleicht ein paar interessante neue Strecken mit in die deutsche Luftfahrt einbringt und vielleicht einfach für ein bisschen mehr Abwechslung und Spannung sorgt. Aber wie das manchmal mit den neuen Airlines so ist, wenn die keinen großen Partner haben, dann sind die auch manchmal ganz schnell wieder weg. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und wir haben, ich glaube, das ist schon einige Monate her, da haben wir mal über Azur Air gesprochen. Eine neue deutsche Charter-Airline, gegründet im Jahre 2016. Die Betreiberlizenz und damit quasi die Erlaubnis zum Loslegen kam dann im Juni 2017, also ist noch gar nicht so lange her, eine recht neue deutsche Airline. Und naja, dann startete man mit Boeing 767 von Düsseldorf aus und bot Flüge zu Urlaubszielen an. Azur Air brachte Leute nach Ägypten oder nach Mallorca und flog sie zum Beispiel auch mit der 767-300 auf der Langstrecke in die Dominikanische Republik. Ein paar Monate später kam dann bereits die zweite 767 dazu. Die Flotte bestand dann dementsprechend aus zwei Flugzeugen. Eine dritte kam wenig später dann auch mit in die Flotte. Azur Air Deutschland fliegt für den Reiseveranstalter Anex Tours, der genauso mit einer jeweiligen Airline in Russland und in der Ukraine vertreten ist. Die Azur Air in der Ukraine hat eine Flotte bestehend aus drei Flugzeugen, aber auch erst seit kurzer Zeit, da kommen wir gleich nochmal zu. Und der russische Ableger besteht aus 23 Flugzeugen, sollen aber bald auch noch ein paar mehr werden. Also die russische Variante der Azur Air ist eindeutig auch die größte Variante. Die neue deutsche Fluggesellschaft hatte, wie gesagt, drei Boeing 767-300 in der Flotte, die waren ziemlich eng bestuhlt. 334 Passagiere gehen da rein. Das Ganze in der Economy Class in einer 242-Bestuhlung. Und wenn jemand von euch die 767 bereits kennt, der weiß, 242 ist da schon echt eine etwas unschöne Variante. Condor zum Beispiel fliegt die 767-300 in einer 232-Bestuhlung in der Economy Class und da gehen nur knapp 250 Leute rein. Was aber natürlich auch der Premium und der Business Class geschuldet ist. Und dann schien es doch erst einmal zu laufen. Azur Air eröffnete nun auch die Station Berlin, also es gab nun auch Azur Air Flüge von Berlin aus. Und überall waren Stellenanzeigen zu sehen. Azur Air suchte Kabinenpersonal, suchte Cockpitpersonal. So schlecht kann es doch eigentlich gar nicht gewesen sein. Und dann drehte sich das Ganze wieder. Im Juli 2018 wurde dann bekannt gegeben, dass man das alles, was man an Langstreckengerät hatte, was ja nun drei Viertel der Flotte waren, dass man das abgeben wird und die Flotte dann nur noch aus der mittlerweile dazugekommenen Boeing 737-900 bestehen wird. Also schauen wir uns mal an, was daraus geworden ist. Die Uniform Alpha, also die erste Boeing 767-300, die für Azur Air Deutschland unterwegs war, die ist mittlerweile schon seit einigen Wochen geparkt. Die Uniform Bravo, die steht mittlerweile in der Ukraine und die Uniform Charlie, die, wie ihr hier seht, scheinbar schon für mindestens 700 andere Fluggesellschaften unterwegs war, die ist mittlerweile auch in der Ukraine angekommen. Und ihr erinnert euch vielleicht, eben habe ich noch gesagt, Azur Air in der Ukraine hat eine Flotte bestehend aus drei Flugzeugen, ja, zwei von denen sind halt eben die beiden 767-300, die aus Deutschland jetzt dazugekommen sind. Das bedeutete dann ganz nebenbei auch die Schließung des Standortes Berlin und damit natürlich auch die Entlassung vieler Azur Air Mitarbeiter. Also es bedeutete genauer gesagt die Entlassung aller Mitarbeiter, aller Flugbegleiter, aller Piloten, die halt eben keine Lizenz für die Boeing 737 hatten. Und damit war ein Großteil der für Azur Air beschäftigten Leute ja dann schon wieder weg. Und dann geht es aber noch weiter. Und zwar die Boeing 737-900, die ja jetzt das letzte verbleibende Flugzeug in der Azur Air Flotte war, die flog jetzt erstmal das Azur Air Programm soweit es geht ab und ja, blieb dann am 6. September erst einmal am Boden. Und laut einigen Medienberichten, man kann das leider auf Flightradar nicht richtig nachvollziehen, aber laut einigen Medienberichten steht das Flugzeug jetzt seit letztem Freitag in der Türkei. Also es ist gar nicht mehr in Deutschland und Azur Air hat demnach kein einziges Flugzeug mehr. Also diese noch relativ junge deutsche Fluggesellschaft hat keine eigenen Flugzeuge mehr, steht im Internet mittlerweile als inaktiv. Demnach heißt es, die Fluggesellschaft stellte ihre Operation bereits am 6. September 2018 ein, ist also schon auch wieder ein paar Tage her. Ja, und alle ja, bereits verkauften Flüge wurden danach erst einmal von Subchartern durchgeführt. Das war in diesem Fall Onur Air aus der Türkei. Allerdings von einer Pleite ist keine Rede, von einem Insolvenzverfahren ist keine Rede. Man findet irgendwie kaum Informationen dazu. Das sorgt schon für so ein bisschen Verwirrung. Und wenn man mal bei Onur Air guckt und alle Flugzeuge durchguckt, die in ihrer Flotte haben, die fliegen seit Tagen schon nur noch unter Onur Air Flugnummern. Da fliegt keiner für Azur Air. Also hier findet man auch keine Informationen über Azur Air. Guckt man dann aber auf der offiziellen Seite des Düsseldorfer Flughafens, dann findet man die Fluggesellschaft wieder. Allerdings erst ab dem 1.10.2018.
Ist das Ganze jetzt also nur eine Übergangslösung oder was soll das werden? Zumindest wird das als Übergangslösung von den Sprechern der Fluggesellschaft so verkauft. Allerdings geben die Mitarbeiter mittlerweile öffentlich bekannt, dass sie von nichts wissen, dass keiner von ihnen auch nur für einen einzigen Flug in naher Zukunft eingeplant ist, weil scheinbar keiner stattfinden wird, und dass man auch nicht mit ihnen spricht und sie nicht so genau wissen, was da eigentlich abgeht. So wie es aussieht, war das schon wieder das Ende der neuen deutschen Charter-Airline. Und ich bin sehr gespannt, ob man diese Flugzeuge mit der deutschen Registrierung, obwohl mittlerweile ist es ja eigentlich nur noch eins, beziehungsweise zwei sollten es ja noch sein, die 767, die Uniform Alpha, die wie gesagt seit einiger Zeit irgendwo geparkt ist. Ja, gut, keine Ahnung, ob man die mit deutscher Registrierung hier irgendwann nochmal sehen wird. Es kann aber sicherlich gut sein, dass die Flugzeuge, wie gesagt, die russische Airline möchte man weiter ausbauen, dass diese dann in den russischen Ableger der Azur Air integriert werden. Das ist vor allem eine ziemlich blöde Situation für die Mitarbeiter. So wie es mittlerweile rüberkommt, sieht es auch so aus, als würde man überhaupt keine Informationen an die Mitarbeiter weitergeben, wenn man ihnen das als Übergangslösung verkauft, aber mittlerweile in der Chefetage weiß, dass es keine Übergangslösung mehr ist, dann ist das schon eine ziemlich blöde Sache. Sollte es anders sein, lasse ich mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir festhalten, Azur Air fliegt nicht mehr. Und damit wir das Video jetzt nicht mit schlechter Stimmung beenden, schieben wir nochmal schnell eine erfreuliche Nachricht hinten dran. Und zwar landete gerade erst vor wenigen Stunden die Fußballnationalmannschaft der Malediven auf dem internationalen Flughafen der Inselgruppe. Das Besondere daran, sie kam in einem Airbus A380. War ein A380 der Etihad und es ist heute tatsächlich das erste Mal, dass ein A380 auf dem internationalen Flughafen der Malediven landet. Tja, da haben die sich scheinbar sehr drüber gefreut. Wird aber wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile dauern, bis der irgendwann mal wiederkommt. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema Azur Air und vielleicht auch über ein paar Erfahrungsberichte. Wenn jemand von euch schon mal mit Azur Air unterwegs war, dann kann er das gerne hier in die Kommentare schreiben oder gerne auch im neuen Aero News Germany Forum. Da freue ich mich über jedes neues Mitglied und über jeden neuen Post. Und dann ja, sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Und jetzt kann ich euch noch den Kollegen zeigen, der hier die ganze Zeit schön seelische Unterstützung leistet. Joa, besser ist das.